Herzlich willkommen in Folge 69 des Landwirtschaftssimulators des Jahres 2015. In der Tat. In einigen Wochen startet dann das neue Let's Play, darf man glaube ich sagen. Ne? 2017. Genau. Jetzt hat man gerade schön die Hühner gehört und jetzt ist da schon wieder so ein Gebrülle hier. Tragisch. Ich lade wahrscheinlich erstmal wieder die beiden auf. Ne? Danach darfst du. Dass ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Auf, gib Gas! Aber ich glaube, ich muss den Ton doch ein bisschen leiser stellen nochmal. Findest du nicht auch? Nee, ich finde es geht. Ich finde schon. Die Problematik ist, ich will das jetzt nicht unterbrechen. Mann zum Arzt. Oh moin. Gut, dann doch erst. noch. Halt! Ich seh's. Ja. Das geht schon. Jetzt versuche ich mal ganz kurz aus dem Spiel rauszugehen. Und wenn nicht, bin ich in einer halben Sekunde wieder da. Gell, was hältst du davon? Scheiße. Okay. Warum denn? Um den Ton zu ändern. So. Nein. Fraps funktioniert nicht mehr. Oh, das ist doch die halbe Sekunde. Ah. Was war denn A? Der Ball. So, jetzt habe ich ihn wieder. Muss ich doch enger zusammen machen. F9 ab jetzt. Ein zweites Mal synchronisieren. Und dann sind wir wieder etwas leiser da. Nichts. Ein Baum im Weg. Oh. Jetzt mal einmal kurz weg. Voll oder was? Du setzt ja eigentlich gerade so schön auf, die Strohballen. Natürlich. Gib halt Mühe, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das auch so schön hinbekommen werde. Schade, dass Sack kein Helfer gibt. Ja. Mann zum Arzt. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier weiter oben drücke, tut's weh. Wenn ich da unten am Bein drücke, tut's auch weh. Arzt. Ja, sehr, macht den Zeigefinger. Boah. Soll ich mal abfahren, dann kannst du Ballen machen, weil ich hab grad nichts zu tun. Ja. Ich bin einmal zu krumm gewesen, dann stehen beide Hänge krumm da und dann ist es scheiße gewesen. Nun ja. Das ist meine Lebensgeschichte. Sitzen zwei Fliegen auf einem Misthaufen. Plötzlich pupst dir eine Fliege, sagt der andere: Hey, ich esse hier gerade. Tja, was soll man da noch sagen? Besser gar nichts. Ich sag nur, dass ein neuer Strohballen kommt. Sekündchen. Ich bin noch nicht am Laden. Noch nicht? Nee. Ich hätte dir quasi in die Gabel gelegt. Nee, der rollt uns doch weg. Ich kenne es doch. Jetzt muss ich mich doch ein bisschen beeilen mit dem Ballenpressen hier. Okay.
abgekoppelt. Ja. Ist er doch weg? Nee, hat er mal wieder umgekippt. Von innen besser? Nee, von innen sehe ich gar nichts. Nee, das ist schlecht, ja. Oh. So scheiße. Weißt du, das eigentliche Problem ist gar nicht, dass die Ballen da so leicht wegfliegen oder sowas, sondern dass die über dem Wagen einfach fest sind. Das heißt? Das ist das eigentliche Problem, so du musst warten. Dann musst du halt ganz nach oben jetzt. Geh halt ganz nach oben und dann, wenn du in der Position bist. Geht nicht? Nee. So habe ich sie nämlich rausgeholt. Dann musst du ganz nach oben befördern und dann ging's. Doch. Aber so ist schon besser, ne? Wenn man sie direkt vor einen Wagen fährt. Definitiv, ja. Ist aber nicht ganz realitätsgetreu. In der Realität bleiben die Ballen auch nicht über dem Wagen stehen. Da hast du wohl wahr. Huch. Da habe ich wohl wahr. Er ist nebendran, ich kann schon nicht mehr bewegen. So, ganz vorsichtig. I'm coming home, coming home. Hello. Timing passt eigentlich ganz gut, ne? Ja, gut, jetzt hast du warten müssen, vorhin habe ich ein bisschen warten müssen, aber im Großen und Ganzen. Das ist doch in Ordnung, denke ich. Oh, der, wie machen wir das jetzt? Dann fahre ich schnell ab, ne? Ja, musst du mal nehmen, ja. Hin. Vor. Alte Richtung. Ach, der ist voll. Ich komm gleich. So, schön mit dir hin. Auf Boden, gerade und ich warte. Warte. Das wollte ich auch gerade machen. Ja, ich hätte ja gesagt, könntest du in den Bulldog-Fahrt fahren, aber das lohnt sich nicht. Ich komm nämlich gleich wieder. Jetzt nämlich. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die schlechte. Noch ein Stück zurück. Quatsch, Entschuldigung, die gute. Okay, die gute Nachricht ist, dass ich keine schlechte habe. Cool, ne? Und jetzt die schlechte? Ja, die, kam nicht. Also, ach so. Steht ja auch nicht.
Passt, passt. So. Der will immer über dem, über der Strohballenpresse ausleeren. Warum auch immer. Ah ja, weil er den Traktor erkennt. Ja, aber das ist doch kein Hänger, wenn du mit einem normalen Bulldog drunter fährst. Er kennt wahrscheinlich Traktoren und Hänger. Er kennt das auch nicht. Wie ist denn das eigentlich? Willst du jetzt schon mal eine Gruppe holen? mache ich dann gleich. Ich denke, das wird jetzt eh der letzte Ballen, oder? Der Hänger wird reichen. Weiß nicht, kann man die übereinander stapeln? Wie du es machst. Eigentlich halt müsste es gehen. Ne? Achso, willst du die nicht abladen und dann wieder neu? Nee. Ja, oder, wie gesagt, du machst. Aber ich habe jetzt nach 2-3 Folgen, muss ich auch mal wieder was anderes machen. Mhm. Und stopp. Wobei ich sagen würde, eine Reihe könnte man probieren, dass man noch drauf kriegt. Ich glaube, das würde ich. Ja? Okay. Ich glaube, das würde ich sogar probieren. Dann steig aus. Lass mich jetzt fahren. Dann tauschen wir jetzt Platz. Warte mal. Nee, lass den. Nee, wegen dem Baum. Hä? Was? Dass er ein bisschen weiter vom Baum weg ist, würde ich das. So, wäre mir lieber. War eigentlich kein Problem, ist mehr. Aber gut. Noch ein Stück. Gut. Ja, ich wollte nicht, dass es wackelt. Warte mal, jetzt könnte ich das Tempomat. Aber ich muss da dann auch schnell wieder reinbauen. Ah, ich, ja, ich schiebe nur um. Ja, das ist gut. Nein, nicht so. Das ist gut gedrückt. So? Ja, falsch. Zu spät. Frau Schatz, du mit der neuen Brille gefällst du mir gar nicht. Ja, ich habe auch gar keine Brille auf. Sie? Ja, aber ich. Tja. Nein. Goofy, der steht zu weit am Baum. Nee. Ja, die Strohballen bleiben hängen. Rückwärts? Mach ich gerade. Ja, also. Trägt's mein kleines bisschen. So, Raps hat man ja gesagt, ne? Ich glaub schon, ja. Ich koppeln man so wieder an. Die können da rüberziehen. Jo. Ja, fahr den mal ein bisschen weg, bitte. Guck, jetzt stehen sie mehr durcheinander da, die Strohballen. Aber gut, ja. Passt. Ja, stopp, lass mich. Ja, wir ist gut. Auf, könnte schon neue Strohballen da sein. Ach, schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Hat aber schon ganz gut gemacht, der Goofy. Das war ein Kompliment. Ja, aber ich weiß. Juhu.
Die lassen wir einfach stehen. Fertig. Stellen wir ihn schon mal in Position. Huch. Bleib wieder da. Was ist denn jetzt los, ey? Du Spacko. Also wenn das jetzt auf einmal Spacken anfängt, dann krieg ich das nicht hin. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nach vorne. Ich muss ein Stück nach hinten fahren, ich bin zu eng am Wagen. Ich bin gerade am Wagen hängen geblieben, weißt du? So. Jetzt gucken wir da von vorne drauf. Nein. So. Ja. Er dreht sich. Du Sau. Wieso drehst du dich? Dreh mich doch gar nicht. Jetzt steht er oben drauf. Na gut. Ich glaube, das ist nicht the yellow of the egg. Das war sehr gut. Ja. Oh, nee, war's nicht. Nicht, dass ich das so sehe. Kann ich dir den hier abstellen? Oder? Ungerne. Mach es. Ungerne. Ja, wobei, das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Gut. Ich mach das jetzt mal anders. So, dann gib mal den nächsten her. Sofort. Vielleicht ist der williger. Ach, nee, wir befolgen erst die Ende. Ja, wir befolgen jetzt das Ende. Oh, was ist das noch hier? Ja, bis nächste Folge, ne? Ja. Was ist denn so räusperig? Nichts. Okay. Ich hab nur den Wagen gesehen. Tschüss.